Hallo und ein herzliches Servus, ich bin der Luca von Brick-A-Brack und ich melde mich zurück mit einem neuen Review-Video. Letzten Freitag gab es ja leider keines, ich war letzte Woche krank und bin es teilweise immer noch. Deshalb wird es heute auch nur ein kleines Video, auch der Stream am Sonntag konnte leider nicht stattfinden. Ich hoffe, das können wir so bald wie möglich nachholen, vorzugsweise natürlich diesen Sonntag, mal schauen. Heute jedenfalls geht es hier um dieses kleine Set hier, das Lego GWP zum VIP-Wochenende, zum Black Friday eben des heurigen Jahres. Das bedeutet, das Set kam 2020 auf den Markt und uns erwarten hier sympathische 110 Teilchen. Das Ding ist also auch schnell zusammengesetzt. Letztes Jahr gab es das gleiche ja schon mal nicht in grün, wie es das Sprichwort sagt, sondern in rot. Wir schauen uns das gleich an, wie es von der Größe ausschaut. Das rote kann ich euch leider zum Vergleich nicht zeigen, aber ich werde darauf noch mal kurz zu sprechen kommen. Die Verpackung ist übrigens ganz interessant, also hier quasi das, was ihr vorne als Titelbild seht, das ist schon die Bauanleitung. Macht jetzt die Verpackung mal auf, so. Wenn ihr jetzt hier mal reinlässt, ich habe hier nur noch die Originaltüten reingestopft, hier oben ist so ein kleiner Schlitz, da ist die Bauanleitung drin, die nehme ich mal raus, wenn es mir gelingt, jawohl, also hier drin, hier runter ist dann nichts mehr, ihr seht unten noch 6 plus die Altersangabe. Hier haben wir übrigens das Set mit der Nummer 63, 46, 102. Das merke ich mir definitiv nicht auswendig. Das habe ich einfach mal abgelesen. Hier nochmal eben die Bauanleitung. Ihr seht unten, VIP steht drauf. Wir haben hier 19 Seiten. Also das Ding ist echt nicht der Rede wert zum Bauen. Ist entspannt zwischendurch und das passt schon. Hinten haben wir eine Teilliste über eine Seite. Die zeige ich euch noch kurz. Dann haben wir das auch abgehakt. Ich hole mir mal hier meinen Zollstock. Also, VIP-Wochenende ab einem Einkaufswert von 200 Euro gab es das dazu. Wir haben hier in der Höhe, ja, sagen wir 11 cm, Breite hier so 6,5. Ja, also, wenn wir einen ganzen Stein nehmen, bis ganz nach vor sind wir von hier bis nach hier so bei 8 cm. Ist okay, soll also so ein 2x4 Stein darstellen. Wie gesagt, letztes Jahr gab es das gleiche in Rot. Ich hoffe, der Fokus geht hier drauf. Das wird er, wenn ich hier mal meine Hand vorhalte. Und ihr seht, der Unterschied zum letztjährigen ist der. Seht hier die Noppen, die sind aus diesen Käseecken in Dark Türkis zusammengebaut. Letztes Jahr war es eine runde 2x2 Fliese. Ehrlich gesagt finde ich die runde 2x2 Fliese schöner, denn bis hier mein innerer Monk so befriedigt ist, dass die Teile richtig ausgerichtet sind, oder wenigstens halbwegs richtig, das ist eine kleine Qual und das macht auch beim Aufbau nicht so viel Spaß, wie man das hier bei 8 Rundfliesen, da, also 8 Rundplates und dann jeweils noch 4 Käseecken, 4 kleine Fliesen drauf klatschen muss. Das zerrt ein bisschen an den Nerven, ist aber im Endeffekt auch kein Problem. Ansonsten, wir haben hier hinten drin, ich hoffe, ihr seht das, ein paar coole Platten, die man vielleicht auch gut als Eigenbau verwenden kann. Ich glaube, das Ding werden auch viele ausschlachten, weil diese türkisen Teile sind relativ beliebt, was ich mitbekommen habe. Ich kann damit jetzt nicht so viel anfangen, aber ist okay. Über GWPs sollte man sich ja eigentlich nie beschweren, sie sind immerhin gratis. Dazu kommt noch hier dieser und da, hoffe ich jetzt einfach mal auf Lichtverhältnisse. Dieser Sockel, diese Halterung, auch standardmäßig gebaut. Wir haben hier ein paar Schrägsteine und da wird das Ganze dann einfach reingesetzt. Also es gibt keine Halterung, dass es irgendwie eingeklipst wird. Ihr legt das hier so rein und das hält oder es hält eben nicht, je nachdem. Ich habe es bei mir hier oben stehen gehabt, auf dem Nintendo Entertainment System, damit es mir ein bisschen das IKEA-Kreuz dahinter, die Metallaufhängung vom Regal, verdeckt. Da werde ich es auch wieder hinstellen, aber ich wollte es euch zwischendurch mal zeigen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem kleinen Ding hier haltet. Ich werde euch auch noch das Charles Dickens GWP vorstellen. Rutsche ich mal zur Seite. Ihr seht es ja hier hinten schon. Und das wird auch ein cooles Review, denke ich. Vor allem, weil es ein cooles Set ist. Gefällt mir sogar besser als der hier, muss ich sagen. Nicht nur wegen den drei Figuren. Für heute war es das schon. Wie gesagt, nur ein kleines Video. Ich hoffe, ihr seid dann am Freitag wieder dabei, wo ich hoffentlich euch die Razor Crest vorstellen kann. Darauf freue ich mich schon. Das Set ist sowas von cool. Und wir schauen uns das zusammen an. Bis dahin, alles Gute und tschüss, euer Luca von Brick-A-Brack. Ciao.